Ich mag sie als Frau jetzt so eigentlich lieber wie als Mann. Der krasseste Disney-Moment war tatsächlich der Antrag. Am Strand, beim Sonnenuntergang in Thailand. Auf die Knie ist er gegangen. Wir waren ganz alleine in dieser Bucht. Also das war an Romantik nicht mehr zu toppen. Es ist eigentlich, denke ich mal, schon schwierig, in Worte zu fassen, was Liebe ist. Ich sag mal, ein Herz und eine Seele. Ja, könnte man so eigentlich bezeichnen, ja, ein Herz und eine Seele. Liebe ist was Schönes. Also ich habe sie halt kennengelernt. Das war das Freundschaft. Dann haben wir uns wieder verloren. Ich dachte, okay, gut, jetzt ist sie weg. Und dann war es wieder gefunkt. Ich habe dann irgendwie gefragt, ja, weißt du denn, wie lange wir schon zusammen sind? Und dann habe ich nachgerechnet und merke, oh Gott, ich weiß es selber nicht. Und wir saßen ja auch schon, deswegen musste ich sie ja bitten, aufzustehen. Und wir waren ja vermeintlich nur alleine, weil nachdem wir uns umarmt haben, plötzlich aus dem Off hat es geklatscht. Und dann haben wir gesehen, die ganzen Thai-Ladies und Ladyboys hinter uns, make babies. Und als Kleinkind habe ich mir das Teil schon so zwischen die Füße reingedenkt, drunter guckt, auch schön wäre es, wenn es weg wäre. Und ja gut, ich wusste auch immer nicht ganz, in welche Richtung irgendwie das geht. Ich wusste, es stimmt einfach nicht. Sie musste ja dann zum Psychologe und ich hatte da dann auch mal ein Gespräch mit ihm und er hat mir dann gesagt, ja, ich soll mich darauf einstellen, es wird relativ schnell mit OP gehen. Und dann habe ich halt dann gesagt, ja, dann weiß ich ja aber nicht, bleibt sie bei mir, sucht sie sich einen Mann. Also da war dann schon eine gewisse Verlustangst da, die hat er mir aber eigentlich genommen, weil er, und ich muss auch dazu sagen, wir haben auch offen darüber gesprochen, weil ich denke, das ist einfach auch wichtig. Ja, das ist schon ein großer Unterschied zwischen normale Paare und behinderte Paare, weil normale Paare, die können alles und die haben auch Abitur, was wir nicht haben zum Beispiel. Ja, das ist halt der Unterschied. Einen anderen Menschen bedingungslos zu akzeptieren, so wie er ist und das Leben mit ihm zu teilen. Und zu meistern, also auch die Höhen und Tiefen, sich Kraft zu geben, Halt zu geben, Vertrauen zu haben, all die großen Werte eben, die man so in so einer Beziehung schätzen kann. Zueinander vertrauen, das ist wichtig. Ja, und da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Noch. Das dauert nach so vielen Niederlagen, was ich hatte, da irgendwann ist halt Vertrauen kaputt und das dauert, bis es wieder aufgebaut wird. Und das dauert halt ein bisschen länger, als man sich denkt. Aber langsam, Schritt für Schritt, geht schon. Ich denke, das ist ja das, wo sich das Vertrauen ja dann auch aufbaut, wenn man merkt, der Partner sagt einem alles. Und das ist, denke ich, einfach das A und O von einer Beziehung. Ich kann es anders nicht sagen. Also wenn da so Heimlichkeiten sind oder, ja, man erlebt es ja oft, dass ja manche Männer auch fremd gehen. Frauen auch, will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber ich denke einfach, wenn eine Beziehung stimmt, muss das eigentlich nicht sein. Weil ich sage immer, da liegt doch dann meiner Meinung nach was im Argen. Man kann auch erlaubt gehen. Ja, kann auch erlaubt gehen. Und ich denke, das ja, sind das aber Sachen, das gibt ja Möglichkeiten halt eigentlich. Ist ja nicht so, aber ich denke einfach, das ist wichtig, das Gespräch. Monogamie ist mir deswegen wichtig, ich muss den Satz anders anfangen. Oder ich muss noch mal kurz überlegen. Manche meinen, Sex verbindet, aber von Sex kann ich nicht leben. Sage ich ja mal wieder. Das ist das ganz, ganz andere, was die Liebe, was uns verbindet und so weiter. Da haben wir uns, ja, unsere Existenz mit aufgebaut und alles, unser Leben mit aufgebaut. Mit Sex kann ich das nicht aufbauen, oder? Ja, Sex gehört zu Liebe, auf jeden Fall. Weil man sich einfach besser fühlt, wenn man das hat, als ohne das zu leben. Es gehört dazu in der Ehe, ja, in der Beziehung auch. Aber wie die anderen das gestalten, das will ich auf keinen Fall wissen.
nein. Was die Monogamie angeht, ich sage ja immer, das ist eine Errungenschaft der Zivilisation. Und da ergeben sich Vorteile heraus, wobei man, glaube ich, nicht verwehren kann, dass man wahrscheinlich aus einer anderen Ecke kommt ursprünglich. Ja, aber trotzdem gibt es so viele Vorteile, durch die Monogamie, dass es zu verkraften ist. Also ich denke einfach auch, es gibt ja viele Paare, die gehen ja ins Swingerclub oder manchmal gehen ja auch ins Swingerclub. Dann muss ich aber die Einstellung haben, wenn ich da dann wieder zur Tür rausgehe, darf ich nicht hergehen, meinen Partner mit demjenigen, mit dem ich jetzt Elias und an dem Abend gehabt habe, nicht vergleiche, weil dann fängt es nämlich an, weil dann wird es kritisch. Ich sage immer, man kann drüber, das haben wir auch immer gemacht, wir haben drüber gesprochen, ich habe gesagt, das war bei dem schön und so, aber ich kann nicht deswegen da mit meinem Partner unter Druck sitzen, weil dann das funktioniert nicht. Sexualität ist ja das Intimste, das man miteinander teilen kann, und wenn man das monogam miteinander lebt und das auch freiwillig tut, dann ist das nochmal unheimlich bereichernd, weil man das einfach nur miteinander teilt. Und das Schöne ist da, in seinem eigenen kleinen Kosmos zu sein. Was nicht bedeutet, dass es für andere schlechter ist, nur weil sie es mit anderen auch teilen. Ich sage, früher war es sowas, ja, das ist hinter dem Baum kalte Woche. Das hat keiner drüber gesprochen. Ja, und es ist halt viel, viel freier. Sieht man ja, wie halt Schwule laufen, Hand in Hand über die Straße und so weiter. Ja, das ganze Verhalten gegenüber, das ging ja früher auch alles nicht. Oder ich, sowas wie mich früher, das war eine Sensation. Ne? Es gibt bestimmt Dinge bei meinen Großeltern, die es gab, die sie vielleicht nicht getan hätten, aber tun mussten. Und wir müssen das heutzutage nicht mehr, ohne jetzt irgendwie ein Beispiel finden zu können. Aber ich denke, jeder weiß, was man sich so darunter vorstellen kann. Bestimmte Zwänge von außen, die einem auferlegt werden. Und wir haben den Luxus, sage ich mal, von verschiedenen Epochen das rauszusuchen, was für uns passt. Und ja, da sind dann wahrscheinlich Dinge dabei, die für andere allgemein als spießig gelten. Ist aber auch nicht schlimm. Ich bin gerne hier und da spießig. Ja. Es war schon ein Neuland, als sie heimgekommen ist. Und sie ist ja praktisch, ich konnte nicht mit ins Krankenhaus, weil wir damals noch unser Ladegeschäft hatten. Und ja, sie geht als Mann fort und kommt als Frau heim. Also ich meine, das war dann am Anfang schon auch ein bisschen schwierig. Ich bin dann eher immer hinter ihr gelaufen. In der Zwischenzeit laufen wir Hand in Hand und das stört mich auch nicht mehr. Und, Im Partnerlook. Auch mal im Partnerlook, ja. Wir haben beide Dirndl und so weiter. Ne? Manche gucken auf uns gut, manche gucken schief auf uns. Das ist halt unterschiedlich. Also hier im Haus, wo wir alle hier wohnen, gucken die alle uns normal an, weil sie auch genauso Behinderung haben wie wir alle. Und deswegen verstehen wir uns sehr gut. Ja. Und die auf der Straße denken mal wieder was anderes. Aber manche akzeptieren das auch. Darf ich ein Beispiel nennen? Natürlich. Ja. ich spüle richtig, wenn ich spüle. bei ihren Tellern kann da hier und da mal so noch ein Essensrest da sein. Das stört mich. Und das sage ich. Und wenn er es dann halt zum fünften Mal sagt, dann kann es schon auch mal laut werden. Ja, und ich sage halt, wenn ich noch fünfmal sagen muss, dann werde ich laut. Ja, und dann kracht es, explodiert es kurz und... Und ich bin ein Sturkopf. Das muss ich auch zugeben. Ja. Und ich will immer alles dann analysieren. Wie können wir das nächstes Mal besser machen? Das funktioniert natürlich nicht. Und es ist auch gut zu wissen, dass es nicht funktioniert. Jeder muss auch bereit sein, irgendwas zurückzustecken. Ja, Kompromisse muss man Kompromisse schon machen. Eingehen. Wenn sie jetzt sagt, ich will Nordsee und ich will an Südsee, dann müssen wir uns irgendwo in der Mitte treffen und gehen Bodensee. Ja. Ja. Ich möchte auf jeden Fall noch betonen, man braucht Glück. Unter diesen vielen Menschen einen zu finden, der zu einem passt.
Und vor allen Dingen zum richtigen Zeitpunkt. Zum richtigen Zeitpunkt in seiner eigenen Entwicklung. Und der muss die gleiche Musik mögen. Nee, okay, das nicht. Aber es braucht so, ja, es braucht aber so viele Aspekte, dass man das gar nicht unbedingt in der Hand hat. Wenn der Mensch da ist, dann sollte man genau hinhören. Sie ist offener, sie ist freundlicher, ich denke, sie hat aber ein ganz anderes Empfinden. Sie weiß jetzt vielleicht auch wirklich, wie eine Frau auch fühlt, was sie als Mann vielleicht manche Situationen nicht so, sie sagt immer, ich hätte mich in sie nochmal verliebt und ich glaube, das stimmt schon auch so, wie sie sagt, dass ich mich eigentlich in sie nochmal verliebt habe. Ja, sie hat sich nochmal frisch verliebt, das merkt man. Dieser Rückhalt zu haben, fühlt sich sehr gut an. Also fühlt sich, dass da jemand halt für dich da ist, dass du nicht ganz allein auf dieser Welt bist. Wie soll ich das sagen? Das ist halt so ein Gefühl.